Yoko, Yoko, Eskalation, Juchu! Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich in Overwatch. Ein Spiel, was ich schon einmal komplett deinstalliert habe. Und mir gedacht habe, na gut, versuchst es nochmal. Und jetzt habe ich ein paar Runden gespielt und tatsächlich habe ich es geschafft, eine Runde zu spielen, die richtig Spaß gemacht hat. Und wie ihr sehen könnt, ja, was spiele ich anderes als ein Shooter-Charakter, der etwas ähnliches wie ein Gewehr in der Hand hat und auch so ähnlich funktioniert. Mit den anderen Charakteren komme ich leider nicht ganz so klar. Ich habe aber auch nicht unbedingt so viel Zeit, mich halt mit dem Spiel so dermaßen auseinanderzusetzen, dass ich halt die entsprechende Erfahrung schon gesammelt hätte. Dafür spiele ich einfach zu viele Spiele. Ich finde es ein bisschen schade, dass es auf der einen Seite, sagen wir mal, für Anfänger schon etwas schwierig ist, weil das Spiel ist ja schon heftig umfangreich und ich würde mir wünschen, wenn das Matchmaking dann schon ein bisschen besser funktioniert, dass zum Beispiel nicht Lobbys zusammengeführt werden, wo mehrere Freunde dann reingejoint sind, ne? So als Team. Und Einzelpersonen, also Lobbys aus Einzelpersonen. Das wäre schon cool irgendwie, wenn das halt nicht so einfach zusammengeführt wird, weil dann verliert man ganz schnell die Lust und hat eher Frust als Lust. Ja, und ich habe mir gedacht, da du ja nicht so viel Zeit hast, da so die Erfahrung zu sammeln, fragst einfach mal deine Community. Vielleicht hilft die dir und sagt, hey, probier mal diesen Charakter aus oder diesen Charakter und da musst du so drauf achten und da musst du drauf achten und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, jo, dann machst du halt mal ein Video, nimmst das beste Gameplay, was du irgendwie erspielen konntest und dann yippie-yay, Schweinebacke und so ist dieses Video entstanden. Und ja, ihr könnt mir jetzt mal ganz fleißig in die Kommentare schreiben, mit welchem Charakter spielt ihr und auf was muss man achten, wenn man diesen Charakter spielt. Und ja, dann versuche ich das Ganze auszuprobieren und werde dementsprechend dann auch ein Video machen, wenn ihr das auch so wollt. Also wenn ihr mehr Overwatch sehen wollt, der liebe Steve spielt ja sehr gerne Overwatch und so dass einige an unseren Member und Memberinnen, die bilden da öfters mal so ein Team und spielen dann zusammen. Ja, keine Ahnung, ich verliere leider da immer recht schnell meine Geduld und rage dann rum und das finden die dann immer nicht so dolle. Ja, von daher versuche ich jetzt erstmal so ein bisschen alleine so meine Erfahrungen zu sammeln, bevor ich dann mein Team wieder nerve. Und wie gesagt, ich hoffe da ganz inständig auf eure Hilfe, dass ihr mir halt mal so ein bisschen schreibt, was ich da machen soll. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Tschüss!